Hallöchen, wunder dich nicht über meine nassen Haare. Bin gerade durch den Regen gefahren und bei mir steht der ganze Monat September unter dem Motto, dass ich meine Wohnung auflöse. Einige von euch wissen ja schon, dass ich gerade wohnungslos umherreise. Genauer gesagt ist es so, dass ich, nachdem ich in Thailand war, natürlich erstmal die Kündigungsfrist hatte und so lange die Wohnung untervermietet war. Aber jetzt ist es wirklich an der Zeit, sie loszulassen und ich werde mich komplett von allen Sachen trennen, bis auf ein paar Klamotten und vielleicht ein bisschen Geschirr oder so. Und ich will dir einfach mal zeigen und so eine letzte Roomtour mit dir machen. Meine Untermieter haben so ein bisschen was umgestellt, aber so einen Eindruck bekommst du davon. Und es ist so, wenn du in der Nähe von Leipzig wohnst, ich stelle alle Sachen bei eBay rein und auf dem schwarzen Brett hier in Leipzig. Und wenn dich irgendwas davon interessiert, dann schau doch, ob das irgendwie passt für dich vom Preis her und so. Also es ist alles zu verkaufen oder zu verschenken, manche Sachen, und können dann ab Mitte des Monats abgeholt werden, also Mitte September. Also dann schieße ich mal los, was wir hier so haben. Also ich bin jetzt gerade in der Küche. Und zwar, ja, haben wir hier so selber gebastelt, sozusagen, aber das ist, ja, wer da Lust hat, irgendwie. Das würde ich verschenken. Hier so runde Spülbecken, Wasserhahn oder gegen eine Spende. Dann gibt es hier so ein typisches IKEA-Regal. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich habe auch die Maße. Das ist jetzt krass für euch, ne? Ja, aber das, was richtig schön ist, wie ich finde, ist hier dieser Holztisch. Den habe ich auch gerade noch mal kurz bevor ich weggefahren bin, geschliffen und geölt. Der ist wirklich sehr gemütlich. Dann hatte ich hier immer so eine Couch in der Küche. Ich hatte so eine große Wohnküche. Und ja, die Sachen sind zu haben. Das ist jetzt wahrscheinlich alles ganz schnell für euch. Hier im Flur ist so ein kleines Schränkchen. Da gehören noch Schubladen rein zu verschenken. Und hier so ein Aktenordnerschrank auch zu verschenken. Und dann habe ich hier so eine Kammer gehabt. Die ist randvoll. Zum Teil mit meinen Sachen, zum Teil mit Sachen von meinen Untermietern. Aber das sind zwei wirklich drei maßgeschneiderte Regale. Und zwar das hier. Und daneben ist noch eins. Und dann noch das hier gerade. Das ist ein bisschen massiver, weil da die Bücher drin stehen. Genau. Dann gehe ich mal mit dir ins Schlafzimmer. Hier hatte ich so meine ganzen Ketten aufgehängt an so einem Ast, an meinem Kleiderschrank, ganz bunt, vieles davon selbst gemacht. Und ja, dann habe ich hier so einen ganz schönen Bauernschrank. Mal gucken, ob ich weit genug wegkomme. Uhr. So, der ist auch zu verkaufen. Das Einzige, was da dran nicht mehr so richtig funktioniert, ist, dass er nicht richtig zugeht. Ja, warte mal, wie sieht der so von innen aus? Einfach eine Kleiderstange und mehr ist da nicht. Genau. Dann habe ich hier einen Tisch. Den habe ich mal von der Straße, den würde ich auch verschenken. Der ist 1 Meter Durchmesser und der hat hier so ganz viele Wasserflecken. Könnte man aber vielleicht auch abschleifen. Und da habe ich so ein Bild, das sieht immer aus wie ein Engel. Aber es heißt Metamorphose und es ist ein Schmetterling, eine Raupe. Hier vorne ist die Raupe und dahinter der Schmetterling. Genau. Das ist auch zu verkaufen. Und hier eins meiner Stücke, wo ich noch nicht ganz genau weiß, ob ich das weggebe. Und zwar so eine. Oh, lass mich das jetzt richtig sagen, Biedermeier-Kommode, also die ist richtig alt, so 350 Jahre. Und die hat ist ein ganz seltenes Stück, weil die ist Pappelholz. Mein damaliger Partner, der war Restaurator, als ich die gekauft habe, und der meinte, das ist echt außergewöhnlich, weil das Pappelholz halt hier so eine ganz, ganz besondere Maserung hat. Genau. Und drei Schubfächer und halt das Typische daran ist, wenn du es siehst, die Schubladen sind unterschiedlich breit. Ja, du hast hier so eine ganz breite, eine ganz schmale und so. Genau.
Das ist das. Hier könnt ihr mal meinen Ausblick, kann man es sehen. Ich habe ganz oben gewohnt, mit so Dachschrägen. Genau. Hier stand mal mein Bett. Das wollten aber die Untermieter anscheinend nicht und haben es abgebaut. Und hier ist meine Riesenmonstera, die ist auch abzugeben an jemanden mit einem grünen Daumen. Ich habe ganz viele grüne Pflanzen. Das ist hier die größte. Ich hoffe, man kriegt die noch aus der Wohnung. Die ist bestimmt jetzt 2,70 Meter groß. Genau, dann gehe ich mal hier weiter in mein Wohnzimmer. Ich habe ja hier mal in einer WG gewohnt und deswegen ist das gar nicht so, ist da nicht so viel drin. Da gibt es diese beiden Nachtschränkchen, die ich so übereinander gestellt hatte. Meine Untermieter haben die jetzt so nebeneinander gestellt. Die habe ich abgeschliffen. Und dann gibt es da hinten noch meinen Hibiskus auch abzugeben. Die ganzen Pflanzen, die ihr hier seht, da im Fenster ein Aloe Vera. Dann gibt es da noch so ein weißes kleines Tischchen, 40 cm Durchmesser. Und genau, hier gibt es noch so eine coole Mondlampe. Geh mal ein bisschen näher ran. Gucken, ob die gerade in Betrieb ist. Die macht nämlich so ein ganz schönes warmes Licht. Nee, ist nicht angeschlossen. Gut. Und dann noch hier, lange nichts, Wäscheständer. Mein schöner, geliebter Sessel, zu dem gibt es eine ganz besondere Geschichte. Als ich nämlich meine erste Praxis gegründet habe, 2005, war das so, kam mir das so in einem Traum, dass in meiner Praxis so ein Sessel stehen muss. Und jetzt habe ich ja die Praxis aufgelöst, jetzt ist er hier zu Hause. Aber in dem habe ich halt echt schon viele Patienten empfangen. Und ja, war eine schöne Zeit, aber jetzt will ich mich von allem trennen. Ah genau, wir gehen mal noch ins Badezimmer, das war auch echt schön hell, mit Außenlicht, Fenster und so. Hier gibt es noch eine Kommode, eine rote, diese hier, auch von Ikea und dann hier dieses typische Ikea-Regal, was man so ins Bad stellt, wo so ganz viele Sachen reinpassen. Und dann gibt es hier noch so eine Waschmaschine, die ich auch ganz günstig abzugeben habe, weil die auch schon gebraucht ist. Aber Siemens, ganz gute Qualität, hat gute Dienste geleistet. Ja, jetzt habt ihr so alles mal gesehen. Und ja, also wenn du in der Nähe von Leipzig bist, ich werde auch nochmal einen Tag machen, wo man, wo ich Freunde einlade und alle, die wollen, um einfach mal durch die Wohnung zu stromern in meinen alten Klamotten und Geschirr und Besteck und was man alles so abzugeben hat, wenn man alles auflöst. Den Termin werde ich euch nochmal bekannt geben. Da will ich ein ganz schönes Kaffee trinken machen oder Tee oder was auch immer jeder da so zu sich nimmt. Aber einfach so ein Zusammenkommen, gemütlich und austauschen und ja. Das wird an irgendeinem Sonntag, glaube ich, sein, im Ende September. Ich gucke mal, welches Datum das ist. Genau, also jetzt hast du so einen kleinen Einblick bekommen von dem, was ich mich alles trenne. Und vielleicht passt irgendwas für dich davon. Dann freue ich mich, wenn du mir eine Nachricht schickst. Und ja, ich wünsche dir alles Liebe und bis zum nächsten Video. Ciao!